Das sind der schnellste Mann und die schnellste Frau des 42. Hermannslaufs. Elias Sansa aus Detmold lief zum 7. Mal als Sieger durchs Ziel. Die deutschstämmige Amerikanerin Stevie Kramer lief 1 Stunde 58 Minuten und 58 Sekunden. Papa Jürgen gratulierte. Und auch die bisherige Rekordhalterin Doris Koslowski aus Detmold. Besonders begeistert war Stevie Kramer vom Publikum. Awesome, es war so toll. Ja, die Leute waren so toll. Ja. Und tatsächlich, im Zieleinlauf scharten sich die Besucher, um ihre Läufer anzufeuern. Auch am Morgen schon tummelten sich viele Laufbegeisterte rund ums Hermannsdenkmal. Kurz vor dem Start war die Laune bestens. Ja, nochmal letzter! Manche hatten sich besonders in Schale geworfen. Oder waren von weit her angereist, wie der Grieche Aristoteles Kakageorgiou. Die Zeit vor dem Start nutzten die 1750 Frauen und Männer, um sich warm zu halten oder die Schuhe neu zu schnüren. Oder aber, um noch schnell was Wichtiges zu erledigen. Um Punkt 11 fiel der Startschuss. 3, 2, 1! Bis zum Zieleinlauf in Bielefeld waren es von hier an exakt 31,1 Kilometer. An der Sparrenburg dann gab es das große Wiedersehen. Zum einen mit den Konkurrenten, wie hier von links Christian Teich, Elias Sansa und Dimitris Theodorakakos. Oder auch mit der Familie. Geschafft, aber glücklich, kam die Bielefelderin Franziska Schmidt als Dritte ins Ziel. Mein Befreiungsschlag. Dein Befreiungsschlag, ja? Ja, für mich schon auf jeden Fall. Habe ich mir immer wieder gewünscht seit den 4 Jahren und bin überglücklich, dass ich das geschafft habe. Stimmung am die ganze Zeit echt immer mal wieder Phasen, wo es ein bisschen ruhiger war, brauchte man auch, um sich wieder so ein bisschen zu fangen, aber die ganze Zeit unterstützt worden und sehr dankbar. Nochmal danke an Bielefeld, war richtig super, wie die Zuschauer sind klasse. Am Ende des Tages bekam jeder Teilnehmer eine Medaille. Überschattet wurde der Hermannslauf in diesem Jahr von dem Tod eines Wanderers. Ein 79-jähriger Mann war an den Lemmershagener Treppen zusammengebrochen und kurz darauf im Krankenhaus verstorben.